Verzeihung, dies ist der Einstieg. Einen schönen guten Morgen. Ich kann jetzt hier im Einführen Katharina Nokun. She's a privacy activist and she's eine Aktivistin und für die föderale Vereinigung der Konsumervereinigungen Deutschlands, Verzeihung, war am Mitglied der Deutschen Piratenpartei und ist jetzt in einer Konsumentenbewegung und eine Online-Petition-Plattform hier in Deutschland. Sie ist außerdem eine Wirtschaftsfachfrau und sie hat Forschung gemacht, warum es so schwierig ist, für dezentralisierte soziale Netzwerke mit Facebook in Konkurrenz zu treten. Eine perfekter Talk für die Mission Statement dieses Kongresses, Katharina Nokum. Yeah, thank you very much. Ja, danke sehr für diese tadellose Einführung. Also erstens mal muss ich entschuldigen, ich bin ein bisschen verkühlt. Bitte, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Warum habe ich diese Forschung gemacht? Facebook versus Diaspora. Ich hasse eigentlich Facebook. Während der Konsumentenberatung haben wir Facebook ein paar Mal geklagt, auch Google geklagt. Als ich Wirtschaft studiert habe, haben Freunde von mir gesagt, lasst uns eine Facebook-Gruppe gründen und könnten wir Daten austauschen, und dann habe ich immer gesagt, ich habe keinen Facebook-Account und ich will auch keinen. Es hat sich dann irgendwie anders ergeben. Wir haben eine Gruppe auf WeRiseUp.net gemacht und das hat dann auch funktioniert. Aber dann habe ich mich gefragt, warum kann ich nicht mehr Leute davon überzeugen, Diaspora oder andere Netzwerke zu verwenden, und dann habe ich eben dieses Research-Projekt. Also lass uns über Gated Communities und das Internet sprechen. Das Internet ist grundsätzlich basiert auf freien Protokollen. Upsla. Ja, alles im Klaren. Das ist eine Interaktion, die höre ich nicht, kann ich nicht übersetzen. Am Anfang bestand das Internet aus Knoten, die alle miteinander verbunden waren. Und heute ist das Internet viel vernetzter. Was als Playground für Nerds begonnen hat, ist heute eine ökonomische Großmacht, die unser Leben beeinflusst, wie Politik arbeitet, wie die Ökonomie funktioniert, wie die öffentliche Debatte funktioniert. Und das hat die in einer Art verändert, die mir nicht gefällt. Das Hauptthema dieses Kongresses ist Gated Communities. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil auf dem offenen Protokoll setzen auf eine Reihe von geschlossenen Gesellschaftsgruppen. Wir sehen ganz klar, wie sich das konzentriert in den Händen auf ein paar Plattform-Owners, und was können wir dagegen tun? Ich glaube, dass Social Networks ein ganz wichtiger Benchmark, und als Wirtschaftsfachmann habe ich eine klare Ansage dazu. Es ist Market Failure, Versagen des Marktes. Und weil es gibt keinen Wettbewerb zu Facebook, keinen wirklichen. Und ich werde jetzt versuchen zu erklären, warum das uns mehr berühren sollte. Facebook ist eigentlich der Social Provider für die Mehrheit der Welt bekommen. Wie ist das zustande gekommen und was können wir für Resultate und was können wir daraus lernen? Warum ist Facebook so bekannt, populär? Warum soll uns das wichtig sein? Wenn Facebook ein Staat wäre,
hätte es mehr Einwohner als Europa oder ganz China oder die ganzen USA. Und jeder Mensch auf der Welt loggt einmal im Monat im Schnitt in Facebook ein. Das ist an sich klar, weil Facebook adressiert einen direkten Bedürfnis. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakt. Der Mensch ist ein Sohn Politikum, das nur in einer Gemeinschaft existieren kann. Und das funktioniert am besten, wenn man Inhalte vermittelt. Wenn ich einen Artikel über Star Wars share, dann vermittelt das mehr und tut mehr in der sozialen Kontakt. Soziale Netzwerke sind deshalb wichtig für uns, weil die Informationen über alles, was wir brauchen, aus den Social Networks kommen. Da können wir dann auch filtern, da können wir auch unsere Social Ties, also unsere Verbindungen feststellen. Das heißt, wir können nicht nur Geburtstagswünsche verteilen. Wir haben aber, ja, Facebook hat mich erinnert, ich soll dir zum Geburtstag Glück wünschen. Facebook ist der Ort, wo wir Gruppen bilden können, wo nicht nur, was weiß ich, Lerninhalte teilen können, aber wo wir Proteste organisieren können, wo wir connecten können. Als ich in Hamburg studiert habe, gab es einen Punkt, wo ich mich unter einem falschen Namen, called myself Mary Masterwoman, war wichtig für uns, weil wir die ACTA-Demonstrationen oder die Gegen-ACTA-Demonstrationen damals so organisiert haben. ACTA war die Copyright- und Privacy-Gesetzgebung und wir haben 15.000 Leute zusammengebracht, nur über Facebook. Also das ist eigentlich ganz klar, Social Networks sind an sich eine wahnsinnig starke Idee, auch die Freiheit des Denkens und der Demokratie zu halten. Aber ich habe so meine Zweifel, ob das Facebook da wirklich der beste Provider für diese Bedürfnisse ist. Also wir haben sehr viel darüber im Fernsehen gehört, also und in den Zeitungen über die Facebook-Revolution, wie das Ganze mit der Demokratie funktioniert und mit der Meinungsfreiheit. Und es gibt jetzt sehr viele Medieninstitutionen, wie zum Beispiel Zeitungen und solche Sachen, die davor Torwächter für öffentliche Debatten waren. Und man musste an diesen Torwächtern natürlich vorbei. Und es ist natürlich wahr, oder dass das Internet und soziale Medien es erlauben, dass man ein Thema von unten an diskutieren kann. Und das ist eine sehr mächtige Idee. Und die Idee von Facebook als Katalyst für Meinungsfreiheit ist es wirklich, wirklich krank. Weil die unangenehme Wahrheit ist, dass wenn heutzutage irgendeine öffentliche Debatte beeinflussen will, hat man jetzt neue Torwächter. Und Facebook ist einer der mächtigsten Torwächter in unserer Zeit. Also zum Beispiel die geheimen Algorithmen, die deine Timeline sortieren, sortieren hier das ganze Jahr. Und dann können wir nicht mehr mit allem interagieren und sehen nicht mehr alles, was man sehen könnte. Und das macht Facebook, weil Facebook damit Geld verdienen will. Also Facebook erstellt damit praktisch Filterblasen. Es filtert also dann nicht nur noch durch unsere sozialen Kontakte, sondern Facebook sitzt dann auch noch am Flaschenhals und kontrolliert unseren Informationsfluss. Und was noch wichtiger ist, Facebook entscheidet auch, welche Inhalte in ihrem Netzwerk erlaubt sind und welche nicht. Als Beispiel, dass Gewalt oder Nacktheit verboten sind. Wenn man zum Beispiel eine Mutter hat, die ihr Kind füttert, ist es wahrscheinlicher, dass Facebook das Video entfernt, als wenn jemand verprügelt wird. Und wenn jetzt mit
Aktivisten redet, über die Meinungsfreiheit auf Facebook, erzählen die einem ein ganz anderes Bild. Zum Beispiel die Facebook-Revolution, zum Beispiel während des letzten Jahres gab es viele, viele Punkte, wo zum Beispiel der Präsident Erdogan aus der Türkei Facebook angesprochen hat, dass er Gruppen aus Facebook entfernt haben wollte, und Facebook hat das gemacht. Und über soziale Netzwerke zu reden, ist nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch eine der wichtigen Sachen ist, dass man ist die Privatsphäre. Und die Größe meiner Privatsphäre ist nicht, ob jemand meine Selfies sieht oder nicht. Für mich ist das Problem damit, dass die größere Geschichte, dass es sind die Daten, die Facebook zum Beispiel durch Like-Buttons sammelt und durch Suchanfragen und dann solche Sachen wegnimmt, wie die Registrierung durch einen falschen Namen. Und wenn, also, und als ich dann die Demos in Hamburg organisiert habe, habe ich was Illegales getan. Also Facebook verbietet es, sich mit einem falschen Namen anzumelden. Und Facebook kann da einfach hergehen und sagen, lass einfach den Account löschen und es wäre kein Problem. Und es kommt drauf an, und Facebook weiß dann auch, was unser Beziehungsstatus ist, auf welche Profile wir klicken und in wen wir danach getroffen haben, nachdem wir Schluss gemacht haben. Und sie versuchen uns nicht nur Diamanten zu verkaufen und Autos. Es kann ja auch dazu benutzt werden, gegen Aktivisten vorzugehen, und die Daten in den falschen Händen sind echt verheerend. Und was wir sehen, ist, dass es natürlich dort einen großen Konflikt gibt zwischen den Anlegern und dem öffentlichen Interesse. Ich hab kein Problem mit sozialen Netzwerken. Ich mag die Idee, aber was ich nicht mag, ist, dass große Firmen dazu ermöglicht werden, das Ganze auszunutzen. Zum Glück gibt es aber Alternativen. In 2010 für junge Studenten aus den USA gab es ein Projekt auf Kickstarter, und sie haben für $10,000 gefragt, um ihre Praktikas gegen eine Alternative zu tauschen können, nämlich ein Open Source Social Network zu bauen. Und die Reaktion war wirklich faszinierend. Sie haben nur für $10,000 gefragt, und nach 30 Tagen hatten sie 200.000, also 20 mal so viel für das, was sie gefragt haben. Und was war das Ziel von Diaspora? Die Idee war, den Nutzern eine bessere Verhandlungsposition geben, ihren Netzwerk Provider, ihren Social Network Anbietern gegenüber. Und sie wollten jetzt eine Struktur implementieren für Social Netzwerke, dass die Nutzerdaten besser kontrollieren und das auch der Regierung entziehen. Was bedeutet jetzt genau ein dezentralisiertes Netzwerk? Wenn wir mal über Zentralisierung und Dezentralisierung reden, ist es wichtig, denn sehr viel der Machtverteilung zwischen den Plattformen und ihren Usern können in der technischen Information erkannt oder wiedererkannt werden. Es gibt drei grundsätzliche Netzwerkstrukturen. Das wäre zentralisiert, dezentralisiert und verteilt. Im zentralisierten, das ist ganz links, das ist Facebook, da gibt es einen Netzwerk-Plattformbesitzer, der sitzt wie eine Spinne in der Mitte seines Netzes, sammelt alle Informationen, er ist der Bottleneck, er ist der Hauptfilter, es geht alles über ihn, was er entscheidet, passiert. Ein total verteiltes System, das wäre ein Peer-to-Peer-System, wo jeder User gleichzeitig ein Netzwerkknoten ist, also die alte klassische Internetstruktur, das wäre ein Network of Equals, ein Netzwerk von Gleichberechtigten. Das ist technisch nicht ganz so einfach,
auf einer breiten Basis ein derartig verteiltes Netzwerk zu machen, brauchst du Encryption, brauchst du also Krypto, weil sonst könnte jeder deine Private Data lesen. Und da gibt es ein paar Projekte, die das ausrecherchieren. Aber 2010 wurde Diaspora gestartet mit dem grundsätzlichen Ziel, ein verteiltes, dezentralisiertes Netz zu bauen. Ganz wichtiger Punkt ist, dass es keinen Zentralserver gibt, wo alles gelagert wird, dass es verschiedene Server gibt, wo das verteilt liegt. Ganz wichtig ist, dass es Open Source ist, dass es durchsichtig ist, dass es offen ist, dass ich weiß, zum Beispiel Person X, die hat einen Diaspora-Port und ich traue ihr oder ich traue ihr nicht, setze meinen eigenen Punkt auf. Wenn wir hier schon über Redefreiheit sprechen, ein wichtiger Punkt, es ist für die Herrschenden natürlich viel schwieriger, ein dezentralisiertes Netz zu zensurieren oder den Dataflow zu kontrollieren, als wenn du bloß einen Server hast, wo man hingeht, abschöpft, fertig. Dieses Slide zeigt, ja, wie schauen wir heute mit Diaspora aus. Jetzt ist das Jahr 2015, das sind also nun schon 5 Jahre her, seitdem die ursprüngliche Idee bekannt wurde. Also die Diaspora-Server werden Pods genannt. Zuerst sehen wir mal, dass wir in den letzten Jahren, gab es eine Entwicklung, dass mehr und mehr Server in Deutschland stehen. Also die meisten aktiven Server, die in der Diaspora dort haben, diaspora.com angeschlossen, das war der erste. Die Mehrheit der Server stehen heute in Deutschland. Wenn man sich die Anzahl der registrierten User anschaut, dass die 10 Spitzenpods ungefähr eine 500.000 User haben. Also wenn irgendeiner sagt, Diaspora ist tot, das stimmt also mal ganz sicher nicht. Das ist ziemlich lebendig, eine 500.000. Es sind zwischen 20.000 und 30.000 User, die sich mindestens einmal im Monat in den Diaspora-Network einloggen. Und die Zahl ist derzeit über die letzten Jahre her stetig steigend. Also stetig, aber klein, aber stetig wachsend ist die Userbase von Diaspora. Wenn wir uns mal ursprünglich anschauen, was da... Also wir haben es nicht geschafft, bis jetzt Facebook zu übertrumpfen, aber wir arbeiten dran. Und wir müssen uns fragen, warum haben wir dieses Ziel, Facebook einzuholen, nicht erreicht? In IT ist Code das Law und in der Wirtschaft, in der Ökonomie sind die Marktstrukturen der Law. Und die Marktstrukturen sagen dir eigentlich relativ genau, was da rauskommt. Das heißt, Marktstrukturen sind nicht nur ein powerfules Werkzeug, sie können auch erklären, wie dir so die Gated Communities so erfolgreich sind und warum die Open Communities sich so plagen, diese Gated Communities wie Facebook zu überkommen. Wenn wir hier schon Marktstrukturen reden, wichtigste Eigenheit auf dem Markt des sozialen Netzwerkes ist natürlich der Netzwerkeffekt. Was ist dieser Netzwerkeffekt? Stell dich mal vor, ihr kriegt einen tollen Mobilkontakt, das bringt euch alles, ein neues Mobile, ein neues Handy, ganz billig, kann alles, klingelt, hupt. Ah, es gibt einen Haken. Der Operator sagt euch, ihr könnt dieses Offer annehmen, aber ihr könnt nur mit jemandem reden, der in unserem Netzwerk ist, jeden anderen könnt ihr nicht anrufen. Würdet ihr das annehmen? Ihr könnt nur O2-Leute anrufen? Nee, also ich würde das nicht akzeptieren. Das ist ein Beispiel,
Das ist der Netzwerkeffekt. Der globale Netzwerkeffekt bedeutet, je mehr User einem Netzwerk beitreten, je mehr Connections zur Verfügung stehen, je attraktiver wird dieses Netzwerk für neue, das wird so ein Schneeballeffekt. Die verselbstständigt sich diese Struktur und fördert natürlich immer wieder Monopolstrukturen. In Englisch nennt man das einen Bandwagon-Effekt. Und da sieht man ganz deutlich, wie sie Monopole bilden und wie sie selbst generierend werden. Bei Network ist der Global-Effekt nicht so wichtig, weil wenn ich über Social Networks denke, dann ist mir der Marktanteil in China oder in Brasilien erstmal Schnuppe. Mir ist wichtig, der Marktanteil unter meinen Kumpels, unter meinen Freunden. Wo kann ich meine Familie erreichen? Sind alle Leute, die mir wichtig sind, auf der Plattform? Das ist mein soziales, mein primäres Marktumfeld. Das gilt für die Mehrheit der Leute. Die meisten Leute kommunizieren in ihren eigenen Alpha-Gruppe, in ihrem kleinen Subset von Leuten. Das ist der Local Network Effekt. Wenn alle meine Freunde zu einem anderen alternativen Netzwerk switchen würden, würde ich das auch machen, weil ich natürlich mit der Gruppe mitgehe. Witzigerweise war ja der Erfolg von Facebook der, dass einer ging und alle kamen nach. Also es waren lokale Effekte, als Facebook rauskam. Die hatten ein Rezept zwar für Wachstum. Also das erste Jahr war Facebook überhaupt nur mal für Harvard-Studenten. Du musstest eine Harvard-Adresse haben, um dich registrieren zu können auf Facebook, sonst warst du gar nicht mal reingekommen. Stell dich mal vor, du bist neu auf der Uni, du kennst überhaupt keinen, aber du kannst Friends machen auf der Plattform. Klar, und die Leute, die du treffen willst, sind dort und dann sitzt du auch bei. Und erst als es eine Critical Mass erreicht hatte und dann ist es weitergewachsen zu anderen Ivy League Colleges, also Universitäten in den USA und wieder war das nur für Studenten. Und wieder hat sie diesen Netzwerkeffekt gehört, nur nachdem sie eine bestimmte Größe erreicht haben, ist es dann sozusagen final public gegangen und irgendwer konnten dann alle beitreten. Aber das war erst nach einer gewissen Zeit. Und das ging auch so schrittweise vor sich, da wurden zuerst alle Schulen zugelassen. Und dann Office Communities und der General Public war ganz am Ende. Das hat eine relativ lange Zeit gedauert. Und so wachsen soziale Netzwerke. Und zwar verschiedener Art. Egal, ob sie jetzt auf vernetzte Kommunikation aufgebaut sind, so wachsen sie. Diese Strategie ist erfolgreich. Die Leute, die ganz am Anfang schon auf Facebook gegangen sind, wussten, sie würden für sich wichtige Verbindungen. Und wie gesagt, der Marktanteil in China ist mir völlig blunzen, aber der Marktanteil bei meiner Uni und ob ich meinen Prof dort erreichen kann und meine Mitkollegen ist mir viel wichtiger. Well, and, und gut. Facebook war nicht das einzige Netzwerk, was verstanden hat, wie wichtig diese Effekte sind, dass man wachsen kann. Man findet viele, viele Einladungsstrukturen oder wo nur Freunde einladen können. Es geht immer um den lokalen Netzwerkeffekt und um den lokalen Wachstum. Aber unglücklicherweise ist es nicht nur der globale Netzwerkeffekt und der lokale Netzwerkeffekt. Es gibt auch den indirekten Netzwerkeffekt. Ein,
Ein Beispiel, was bedeutet der indirekte Netzwerkeffekt? Facebook öffnete, es hat seine Plattform für App-Entwickler geöffnet. Aber man muss dafür kein Geld zahlen, wenn eine App auf Facebook rausbringen will. Warum macht Facebook das? Weil je mehr Apps man hat, desto mehr Interaktion hat man, desto mehr Leute treten bei und je mehr Leute beitreten, desto mehr Apps habe ich dann auch wieder. Also hat man eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Apps dem Wachstum helfen. Und man, selbst wenn man sich nicht für Apps interessiert, und ich erinnere mich an meine Zeit in der Universität und es gab Leute, die waren wirklich süchtig nach Farmville oder nach Candy Crush. Ja, aber der Farmville war auf fast jedem Laptop in der Universität offen. Und der Cross-Sided Network-Effekt ist wenn man es schafft, mehr Werbeschaltende auf die Plattform zu bringen, die dann mit dem Geld kriegt man dann noch mehr Nutzer wieder auf die Plattform und dann kann man wieder mehr Werbung schalten. Das ist ein Effekt, der den Wachstum vergrößert auf großen Plattformen. Und natürlich, da obendrauf hat es immer noch die Wirtschaft der Skalierung. Economy of Scale, also dass man einfach durch Größe ökonomische Vorteile erreicht. Und natürlich macht es den Wettbewerb nicht einfacher. An diesem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass man über Facebook als gated Community sieht, weil es ist eine heutzutage. Und es wäre keine, wenn Facebook offene Standards anbieten würde, sich zwischen verschiedenen Communities zu unterhalten. Überlegt euch, ihr könntet Diaspora beitreten, aber ihr könnt immer noch alle Leute auf Facebook erreichen. Überlegt euch, wie viele Leute dafür beitreten würden. Ich denke, diese Zahl wäre wirklich groß. Und viele von euch denken, dass es wahrscheinlich ein naiver Traum ist, dass es offene Standards für soziale Netzwerke geben wird. Aber jeder von euch hat eine E-Mail, denke ich mal. Und interessiert es euch, welcher Provider euer Gegenüber benutzt? Nein, nicht wirklich. Solange die Person E-Mail benutzt, kann ich mit ihr kommunizieren und mir ist egal, über welche Knoten das läuft. Und die Probleme, ob eine Kommunikationsplattform vom Netz geht und proprietäre Standards benutzt hat, Standards haben die Kraft, sich anzuschauen, wie das Ganze verwendet wird. Wenn sich jetzt den lokalen Netzwerkeffekt anguckt, ist es nicht wichtig, wie viele Leute zum Beispiel bei Gmail sind oder bei T-Online, sondern wie viele diesen Standard benutzen, diese Technologie benutzen. Und das ist, warum es sehr viele Gründe, also sehr viele gute Gründe gibt, dass wenn man ein großer Mitspieler wird, also dass man alle Türen zumacht und damit die Konkurrenz einfach blockiert. Es wird auch nicht besser werden, es wird schlimmer werden. Wir sehen eine Reihe von Unternehmen, die am Anfang ganz ordentliche offene Standards gesetzt haben, so wie Twitter und aber es, alle von ihnen, wenn sie zu einem gewissen Punkt kommen, machen sie zu. Es gab mal einen Punkt, wo der Google-Chat und der Facebook-Chat kompatibel mit Java waren, aber alle haben beschlossen, irgendwann einmal, nö. Und nun sind sie zu. Und
Wenn ich mit einer Gated Community in Wettbewerb trete, meint das ja auch, dass deine Features werden dir nicht helfen, wenn du Users zum Switchen überreden willst. Stellt euch mal vor, ihr habt ein neues Netzwerk mit einem fancy Feature. Da sagen wir viele, ja, aber es ist wichtig, alle meine Freunde zu erreichen. Also, du musst abschätzen, neues Feature gegen deine Freunde. Aber als Monopolist kann ich das kontrollieren. Und da ist es einfacher für mich, entweder das Feature auch machen oder vielleicht ganz einfach die Firma kaufen, die das neue Feature rausbringt. Also das wird so eine selbstverwirklichende und es gibt ja auch noch das Gesetz, dass der als erster die kritische Masse erreicht und sich zur Gated Community erklärt, der wird der de facto Standard werden und das dann so kontrollieren. Das kennen wir ja. Da gibt es aber noch eine Reihe von anderen ökonomischen Effekten. Da gibt es auch noch die sogenannten den Login-Effekt und die Umstellungskosten. Also stell dir mal vor, ihr wollt Facebook verlassen, alle deine Fotos da, alle deine Kontakte dort, du hast deine ganze Interaction-Data, aber du kannst vielleicht deine Fotos, aber du hast keine Data-Possibility, du weißt nicht, wo die Daten liegen und du verlierst einfach Daten. Und deshalb ist Switchen so kompliziert. Und je länger du bei so einer Plattform dabei bist, die dich nicht einfach wieder rausziehen lässt, desto mehr wirst du locked in, desto mehr bist du mit dieser Plattform verheiratet. Und wenn der Operator weiß, dass du dich nicht wahrscheinlich switchen wirst, weil er dich schon hat, wirst du ihm wurschter sein, wird er sich nicht mehr so um dich bemühen. Wenn du dich dann beschwerst über Privacy Issues oder über zu viel Werbung oder so, wirst du ihm wurscht sein, weil der sich denkt, ich hab dich eh, Junge, du kommst mir eh nicht aus. Was ist das nächste Problem bei einer gated Community? Wollen die Leute auch noch Kohle draus ziehen? Und je weniger du effizient drohen kannst, ziehst aus, weil du halt das Business Model nicht magst oder so, und desto eher ist dieses Netzwerk melkbar und wird mehr und mehr Cash-Income generieren, weil User sich viel mehr gefallen lassen würden. Wenn mein E-Mail-Provider irgendwas macht, was ich nicht will, switche ich den einfach. Facebook geht nicht. Außerdem, vergesst nicht, auf Facebook sind wir nicht die Konsumenten, wir sind das Produkt. Und die Advertiser, also die Werber, zahlen wirklich viel Geld über die Metadaten unseres Accesses in Facebook. Hier ist ein bisschen Daten, was das wert ist. Wie viel Einkommen pro User generiert wird. Ihr seht, wenn ihr aus USA oder Kanada seid, Your Data pro Monat $8. Du wirst um $8 pro Monat verkauft, damit du deine Freunde und Kumpels über Facebook erreichen kannst. Daher, das ist auch einer der Gründe, warum Gated Communities so wichtig sind vom ökonomischen Standpunkt her. Es ist ein gutes Geschäft. Wenn wir über eine Plattform so wie Facebook heute reden, ist das nicht mehr nur ein soziales Netzwerk, das ist eine richtige Plattform. Eine richtige Plattform mit dem Netzwerkeffekt, mit dem Login-Effekt. Und die versuchen dann ihre dominante Marktposition in den nächsten Markt zu übertragen. Und da kann man eine klassische Strategie ist sogar das Bundling, also zusammenbinden. Also du kannst nur ein bestimmtes Service bekommen, wenn du das ganze Bündel das Service, du willst aus einem Service, aber du musst das ganze Paket nehmen. Beispiel, was brauche ich Jabber?
Oder brauchst du wirklich Skype, wenn du Google Hangouts hast? Naja, Google Plus vielleicht nicht. Also würdest du immer noch Vimeo verwenden, wenn du weißt, wenn du weißt, dass Facebook das zum Beispiel downgradet, wenn es auf Vimeo kommt oder auf YouTube und seine eigenen pusht. Und wenn du deine Videos haben willst, wird er sich ja natürlich irgendwann über Facebook pushen. Und das hat ganz, ganz schlimme Effekte auf die... Facebook wird wie ein Krake immer größer und größer und wächst so auch in die anderen Marktbereiche hinein, in denen sie ursprünglich gar nichts zu tun haben. Facebook hat zum Beispiel sogar geschafft, Netzneutralität in einigen Ländern zu killen, nur damit sie ihr Angebot und ihre Arbeitsweise und die ganze Diskussion über Netzneutralität lässt sich runterbrechen auf gated communities, die für sich und vor allem für ihre eigenen internen Services einen größeren Anteil vom Netz verlangen. Viele Leute, die ich auf der Universität getroffen habe, und für die ist Facebook das Internet. Facebook bietet dir alles, was sie brauchen. Nur Freiheit und Privacy bieten sie nicht, aber das ist dann nicht so wichtig offenbar für die Leute. Ich gebe zu, dass es natürlich ein sehr deprimierender Überblick, aber was können wir mit dem Wissen anfangen? Und was hat es mit der Diaspora zu tun, also mit dem sozialen Netzwerk? Zuerst lass mich eins sagen. Ich weiß, dass es ein schöner Traum ist, dass es irgendwann neues, großes soziales Netzwerk geben wird, was uns alle retten wird. Aber in den Wettbewerb zu treten wie Google, Facebook oder Apple oder Microsoft, ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es über Nacht passieren wird. Und ich liebe natürlich Comics und Superheroes, aber das ist halt nicht was real ist. Wir müssen halt einen Weg gehen, um das zu erreichen, und das wird schwierig werden. Und irgendwelche tollen Eigenschaften, was zum Beispiel die Diaspora implementiert, um sich von Facebook abzusetzen, hatten wir dann eine Situation, dass andere soziale Netzwerke das sofort kopiert haben. Okay, wie viele von euch sind auf Facebook? Ich weiß nicht, wie viele von euch auf Facebook sind. Aber heutzutage kann man zwischen Freunden, engen Freunden, Businesskontakten unterscheiden. Das ist relativ neu auf Facebook. Das Interessante ist, Diaspora hat das zuerst eingebaut, von dieser Unterscheidung mit verschiedenen Aspekten. Und dann hat Google Plus, dann kam Google Plus um die Ecke und meinte, hey, wir haben was Besseres, wir haben Circles. Und dann hat Facebook das natürlich kopiert. Wir müssen uns mit dieser unzufriedenstellenden Wahrheit auseinandersetzen. Facebook hat mehr Geld, mehr Nutzer, und die werden das gegen uns verwenden. Und wenn ihr jetzt träumt, dass irgendwas kommen wird, dass wo alle Teenager sagen, hey, ich habe Bock, das zu benutzen, aber alle meine Freunde sind auf Facebook. Do you know Instagram? Do you know das ist davor auch schon passiert. Kennt ihr Instagram? Kennt ihr WhatsApp? Facebook hat es einfach gekauft. Also wir müssen wirklich drüber nachdenken, wie wir diesen Kampf gewinnen können oder wie wir zumindest mal weitermachen können. Was sind Eigenschaften von offenen Systemen, die zum Beispiel deine Privatsphäre respektieren, die offen sind. Vielleicht sollten wir Privacy nehmen. Facebook wird Privacy-Features nicht kopieren. Genau. So, you know, I got really
Also ich bin dann wirklich neugierig geworden, weil ich mir gedacht habe, dass meine Unikumpels waren nicht auf Diaspora. Das wollte ich dann wissen, wer sind die 30.000 User auf Diaspora? Das ist eine Analyse auf Diaspora, das ist der aktivste Diaspora-Pod und das ist Top-Hashtags. Top-Hashtags, Hacker News, Linux, GNU. Ich finde das cool. Das ist eine Community, da wäre ich gern dabei. Wenn wir uns zurückerinnern, was ist wichtig für ein Social Network? Es ist das Social Network-Effekt. Und wir haben schon eine ganz spezifische Gruppe erreicht und diese Gruppe wird nicht switchen. Ihr Local Hackerspace wird jetzt nicht von der Diaspora zu Facebook wechseln, weil Facebook so awesome ist. Also. There will be also some new features. I can promptly announce. Es wird ein paar neue Features geben, denn ein paar Developers haben mich gerade angerufen und gesagt, ich soll das schon bekannt geben. Die werden das Netzwerk attraktiver machen, zum Beispiel für Hackerspaces. Ein Link zu GitHub vielleicht. Aber es wird eine Chat-Extension geben, der XMPP, also Jabber-mäßig. Das heißt, die Jabber-Kontakte sind da aufnehmen, das ist recht cool. Wir verwenden Jabber. Ich zum Beispiel verwende Jabber die ganze Zeit in der Arbeit. Also könnt ihr mal, das wird immer offen sein. Mach mal Diaspora auf. Cool, ja? Mach mal. Because it's so super efficient. Ja, weil es so effizient ist. So super. Aber wir planen auch noch andere Features. There are other features planned as well. There will be Es wird ein Gruppenfeature geben, das ist nicht so einfach zu implementieren, weil im dezentralisierten Netzwerk ist das recht tricky. Das muss man dann, braucht so wie bei DNS eine Zeit, bis es sich über alle Server reverbiert. Aber Gruppen sind ganz wichtig, wenn man den lokalen Hackerspace organisieren will und so für Events und so. Also das wird es demnächst bald geben. Wird dies jetzt eine gated community für Hacker? Ich glaube nicht, denn es hat alles offene Protokolle und ich bin überzeugt, es gibt eine Reihe von anderen Gruppen, die wir mit derartigen Netzwerken anziehen können und die wir überzeugen können, dass sie uns beitreten, weil so expandieren soziale Netzwerke, indem sie Gruppe für Gruppe für Gruppe wachsen. Welche Aktivisten könnten wir denn nehmen? Wer mag keine NSA-Backdoors? Welche Companies? Wir könnten hier eventuell Unternehmen, nicht jeder findet die NSA so oder den BND so toll. Wir könnten hier alle Stück für Stück ein bisschen so hineinwachsen und auf unsere Server nehmen. Vor allem, wenn sie ihre eigenen Server aufsetzen, ihre eigenen Knoten. Es wäre eine Winning-Strategy, wenn wir jetzt auf Gruppen zugehen, sie fragen, was hättet ihr gern für Features, was würdet ihr brauchen und dann zum Beispiel, wir brauchen Jabber, also implementieren wir Jabber. So können wir wachsen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Da gab es ein paar interessante Zusammenarbeit mit dem Diaspora-Netzwerk und anderen Netzwerken, mit dezentralisierten Netzwerken zum Beispiel. Diaspora ist der aktivste, ist jetzt zum Beispiel von einer Zeitung angenommen worden, der Donaukurier, der ist jetzt am größten Bot dabei. Und der Donaukurier hatte diese Idee, wir hätten gern mit dezentralisierten Netzwerken, aber die wollten keinen herumexperimentieren und die wollten keinen eigenen machen, daher sind sie jetzt bei uns dabei und sind einer von unseren regulären Unterstützern. Da gab es von Jugendarbeiten, Streetworkern, weil klar, die wollen natürlich ihre Daten nicht hier auf Facebook so finden wieder.
Ja, und das passiert jetzt auch. Und das ist auch recht vielversprechend, dass wir hier so Gruppe für Gruppe weiter wachsen. Und was wir nicht vergessen sollten, es gibt gewisse Gelegenheitsfenster, die mehr Leute überzeugen würden, dass diese Killer Features wären wirklich wert, dass man sie ausprobiert. Das ist ein Fenster der Gelegenheit. Es gab eine Zeit, wo der Premierminister Erdogan der verschiedene soziale Medienplattformen geblockt hat. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, wächst der Diaspora-Pod. Also da gibt es dann einfach mehr Traffic und das kann man halt sehen. Und noch ein anderer interessanter Effekt, jedes Mal, wenn Facebook jedes Mal in ihren in ihren AGBs, in ihren Geschäftsbedingungen ändern, dann geht es bei uns immer ein bisschen rauf. Und vielleicht machen sie das öfters in der Zukunft. Und also die Geschäftsbedingungen von Facebook werden sie sicher enger und enger und enger ziehen. Und das könnte sein, die Data Leaks werden steigen und vielleicht würde das noch ein paar weitere User überzeugen, zu uns zu kommen. Und es ist genauso wichtig, wenn man sich dieses Beispiel anguckt, zum Beispiel aus der Türkei, das ist jetzt gerade und es wird halt gebraucht und nicht nur von Hackerspaces. Und ich bin recht froh darüber, dass es so eine Alternative heutzutage gibt. Ja, aber gegen eine große Plattform anzutreten wie Facebook, müssen wir sehen, dass es eine Aufgabe ist, die wir nicht alleine hinkriegen. Wir kriegen das nicht ohne Verbündete hin, die auch Superkräfte haben, so wie wir. Und eine der interessantesten Entwicklungen aus dem letzten Jahr, dass Diaspora nicht mehr alleine ist. Diaspora ist ein Teil einer Föderation. Und die Föderation besteht aus mehreren dezentralisierten sozialen Netzen, wie zum Beispiel der Red Matrix. Und die sprechen dasselbe Protokoll. Und deswegen macht es keinen Unterschied, auf welchem sozialen Netzwerk meine Freunde sind, weil die Netzwerke miteinander reden können. Und deswegen, weil sie ihre Nutzer zusammenschmeißen, vergrößern sie den Netzwerkeffekt. Und wenn ihr euch überlegt, ihr wollt ein eigenes soziales Netzwerk rausbringen, dann braucht ihr erstmal Nutzer. Aber wenn ihr der Föderation beitretet, habt ihr schon Nutzer. Und das ist natürlich wirklich, wirklich spannend. Und das ist eine sehr mächtige Idee. Weil natürlich die Netzwerke inside der Föderation sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Diaspora hat ein sehr sauberes Design. Und viele Leute mögen das wirklich. Aber die anderen Netzwerke haben andere Stärken. Zum Beispiel Friendica ist eine Interkonnektionsmaschine. Einer der Menschen, die daran arbeiten, schaut die ganze Zeit darauf, wie er irgendwie Verbindung zu anderen sozialen Netzwerken herstellen kann, selbst wenn die dem nicht zustimmen. Und das ist wirklich cool. Die können inzwischen zum Beispiel Java und E-Mail sogar. Und Red Matrix, das ist ein Fork von Frenica. Sie teilen also sehr viel des Codes. Sie eine Fork. Aber Red Matrix hat sehr, 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 konzentriert sich sehr auf Privatsphäre. Und sie haben Apps und eine Online-ID, Sachen, die andere Netzwerke nicht haben. Und so eine Föderation ist halt wirklich eine wirklich gute Idee. Also nicht nur für dich als Netzwerk, sondern auch für dich, also auch für deine User. Weil wenn man das eine Netzwerk nicht mag, kann man einfach wechseln und man hat alle Kontakte immer noch. Und auf lange Zeit gesehen, wie man sich anschaut, wie das funktioniert, das ist wirklich eine
kleine Funktionen, wie das Konzept von sozialen Netzwerken aussehen könnte, wenn wir offene Protokolle hätten. Und das hilft natürlich auch beim politischen Kampf, wenn man zeigt, dass sowas funktioniert. Aber gegen große Plattformen anzutreten wie Facebook, tritt man nicht nur gegen das soziale Netzwerk an, sondern auch mit alternativen Ökosystemen. Also wir müssen wirklich drüber nachdenken, wie wir ein eigenes Ökosystem bauen. Und jedes Mal, wenn es eine neue Idee gibt oder ein neues Feature, was Facebook einbauen will, kopieren Sie es einfach oder kaufen Sie es. Und eine der Stärken der offenen Software-Gesellschaft ist, dass wir kein Geld brauchen, um zu arbeiten. Und anstelle alles selbst zu bauen, da ist die bessere Idee, mit anderen Leuten zu reden, vielleicht gleiche Protokolle zu finden und eine Möglichkeit zu finden, wie man die Arbeit untereinander integrieren kann. Also einfach zusammenarbeiten, offen zu bleiben. Ein Beispiel, als ich das schlechte Android-Telefon hier gekauft habe, was da drauf war, war zum Beispiel eine Google Plus App. Und das ist wirklich widerlich. Aber ich mag wirklich, dass ich ein freies Betriebssystem kaufen kann, ohne Verbindungen zu Google. Aber mit einer App, die mir die Möglichkeit gibt, meinen Diaspora-Account automatisch zu verbinden. Und auch auf die anderen Netzwerke der Föderation. Wir müssen also wirklich Sachen zusammenfassen. Facebook macht das. Und es gibt Sachen inzwischen für Home Clouds, also Own Cloud für zu Hause einfach einstecken und es funktioniert. Und das wird vielleicht demnächst sogar mit Diaspora rauskommen. Also man hat seinen eigenen Pod dann. Und wenn es vielleicht Aktivisten gibt, die gegen neoliberale Politik demonstrieren, und das ist cool. Und es gibt noch ein Beispiel, was funktionieren kann, wenn sich Firefox anschaut. Firefox ist der meistbenutzte Browser in Deutschland und Firefox hat ein Feature, also man kann Share-Buttons in Firefox einbauen. Und man kann nicht nur zwischen Facebook, Twitter aussuchen, sondern auch man kann auch Diaspora wählen dort. Und so eine Zusammenarbeit ist was wir mehr brauchen, dass wir aus diesen Communities, aus den Gated Communities ausbrechen können, so sowas wie Facebook. You know, I'm an economist, so also ihr wisst, ich bin Wirtschaftler und ich wurde darauf trainiert, dass man an fairen Wettkampf im Markt glaubt und an einen freien Markt. Und es ist so ein bisschen wie schwarze Magie. Aber ich glaube, dass Wettbewerb in manchen Bereichen wirklich Sinn macht. Und manchmal sieht man, dass ein Markt einfach so schief geht, dass es nicht das beste Ergebnis rauskommt. Und ich glaube nicht, dass es die beste Lösung ist, wenn man nicht wählen kann. Und es gibt keinen Gegner gegen Facebook. Und das ist der Grund, warum Diaspora so Probleme hat. Weil zum Beispiel die Idee nicht gut ist oder warum die Technologie nicht so gut ist. Sondern die Offenheit des Internets wird halt gefährdet, wenn große Firmen solche Gated Communities bauen und dann die Grenzen vergrößern. Und die unangenehme Wahrheit ist natürlich, ich habe ein paar Ideen präsentiert, wie man dagegen vorgehen kann, aber es wird wirklich schwer sein, weil die Strukturen, die wir haben, sind nicht leicht zu bekommen. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo der Journalist den Erfinder des E-Mail-Anhangs gefragt hat, was würde passieren, wenn E-Mail heutzutage
erfunden worden wäre. Heutzutage würde der zuerst eine kritische Masse mit E-Mails erreicht, der E-Mail-Anbieter werden, der Welt. Stellt euch mal sowas vor, das ist wirklich widerlich. Aber im Moment haben wir so eine Situation bei sozialen Netzwerken. Hier sind wir, Facebook ist das soziale Netzwerk. In den meisten Teilen der Welt. Jeder Fünfte loggt sich mindestens einmal im Monat in Facebook ein. Und Facebook ist nicht in diese Position, weil sie besser sind als andere, sondern nur, weil sie Glück hatten und früh dran waren. Und als Tim Berners-Lee das Internetprotokoll erfunden hat, hat es uns befreit aus anderen gated Communities. Und er hat es einfach weggegeben. Er hat nicht einfach gesagt, ich habe dieses Businessmodell, es funktioniert mit Werbung und ich werde eine gated Community um mein Internet außen rumbauen. Er gab es umsonst weg. Und weil so Leute wie er solche Sachen einfach öffentlich gemacht haben, hatten wir diese tolle Entwicklung und diese viele Kreativität, die diese Strukturen geformt hat. Aber das ist nicht, wie Marktregulation funktionieren sollte. Marktregulation sollte nicht sich darauf verlassen, dass der Nächste, der so eine coole Idee hat, einfach eine gute Person ist. Also das sollte einfach nicht funktionieren, dass man jemanden braucht, der eine tolle Idee hat. So funktioniert das ja dann auch nicht. Also, wir kommen zum Schluss. Lasst uns die Wände niederreißen. Manche Leute sagen, wenn wir über Dominanz von Facebook und soziale Netzwerke reden, ach, das ist bloß ein Trend, der wird wieder vorbeigehen, irgendwann wird auch Facebook wieder verschwinden. Das habe ich schon mal über das Internet per se gehört, ist auch nur ein Trend, ja, wird auch wieder verschwinden. Aber jetzt denke ich mir, glaube, das stimmt nicht. Ich glaube auch nicht, dass soziale Netzwerke einfach so wieder verschwinden werden. Soziale Netzwerke sind eine sehr, sehr, sehr starke Idee. Und vielleicht wird Facebook eines Tages wieder abnehmen, weil alle Kids realisieren werden, dass ihre Eltern auch auf Facebook sind. Und die Frage ist, was wird der Next Big Thing ist? Und wenn das Next Big Thing wieder eine negated Community ist, dann haben wir das Ganze nochmal von vorne. Da wird sich nichts ändern. Also wir müssen es nicht nur, um das zu ändern, müssen wir nicht nur Alternativen bieten, wie Föderationen, wie Fans, wie Red Market. Wir müssen sie unterstützen. Vielleicht sucht ihr Freunde. Wo sollt ihr hingehen? Überlegt euch das mal. Versucht das doch mal auf Diaspora. Und sie sind es wert, dass wir sie unterstützen, als Developer, als Allies, als Unterstützer, als User. Ihr sollt nie vergessen, wenn man freie Software bauen will, dann muss man aus den Gated Communities ausbrechen. Das ist ein politischer Akt. Ja, Coden ist nicht nur einfach, um Daten hin und her zu schieben. Coden ist auch ein bisschen mitarbeiten, wie wir die Welt von morgen gestalten wollen. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir unsere Welt von morgen mitgestalten wollen. Derartige Projekte bieten eine Vision einer besseren Welt und ich bitte euch, sie zu supporten. Und wir müssen immer wieder herausarbeiten, dass das Market Failure on a large scale ist, dass diese Alternativen keinen freien Marktbewerb haben. Wir müssen diese Marktstrukturen verändern und aufbrechen. Wir müssen diese Marktstrukturen, die dazu tendieren, gated communities zu bilden. Wir müssen, also wir nicht bitte, lieber Herr Zuckerberg, sondern würden Sie diese, nein, das wird, please, Mr. Zuckerberg, please tear down this wall. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen aktiv dran gehen, den Markt zu regulieren und die Bedingungen zu verändern. Ich bedanke mich bei euch.
Yeah, tear down this wall. Yeah, Ronald Reagan at its best, at least Mr. Zuckerberg is watching the stream or Oettinger is watching the stream. Vielleicht gucken ja Oettinger und Zuckerberg den Stream, aber jetzt zu den Fragen und den Antworten. Oh, links und rechts hat Mikros und gibt es irgendwelche Fragen aus dem Internet? Ja, ich habe zwei Fragen aus dem Internet. Ja, wir fangen mit dem Internet an. Und du wirst ja später hier sein und dann können dich die Leute einfach fragen. Wie hängen GNU Social und Diaspora zusammen? Gibt es da gemeinsame Protokolle? Für die Frage müsste man wirklich die Entwickler fragen. Ich kann einfach den Raum fragen. Sind die Diaspora-Entwickler hier? Please just when you go to the microphone, otherwise it's not here in this stream. Ja, geh einfach zum Mikrofon, sonst taucht es nicht auf dem Stream auf. Applaus für Dennis Schubert. So no, there are no Nein, es sind keine aktuellen Pläne, Protokolle zu vereinen, aber wir diskutieren darüber, ein Erweiterungsprotokoll aufzusetzen, dass das vielleicht dann eines Tages schaffen wird. Is there another question from the internet? Yes, is there a way to Gibt's noch eine Frage aus dem Internet? Gibt es eine Möglichkeit von Internet zu von Facebook zu Diaspora migrieren mit Datenimport? Daten zu importieren, das ist eine Sache, die ich in der Präsentation hatte, aber da ich zu wenig Zeit hatte, habe ich das leider gelöscht. Es gibt ein neues EU-Privatsphärengesetz, welches Plattformen dazu zwingen wird, also wie Facebook, die Daten einfach auszuspucken, die man dann mitnehmen kann. Aber ich bin noch nicht sicher, wie das funktionieren wird, ob all die Daten dabei sein werden. Es könnte natürlich sehr nützlich sein, wenn man einfach nur einen Datendump hat, den man runterlädt und wieder hochlädt. Aber man muss da wirklich warten, um zu schauen, wie das läuft. Wir sind jetzt leider mit der Zeit vorbei. Alle Fragen geht nach vorne und fragt Katharina. Und jetzt nochmal Applaus für